Ist er wirklich der Letzte? Das ist ja auch oft so, dass in so einer Story dann gesagt wird, das ist der Letzte seiner Art und dann trifft er doch irgendeinen anderen, weil. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village in der Early Access, meine lieben Freunde. Wir walzen uns mit dem Onbu weiter durch die Gegend. Wir haben beim letzten Mal schon entschieden, dass es Richtung Süden geht, weil wir da durch das Eis durchlaufen. Und wenn wir durch das Eis, also durch den Schneesturm durchlaufen, dann ist das ein bisschen erträglicher, als wenn wir durch die sengende Hitze laufen, wo wieder der Onbu Schaden kriegt, meine Pflanzen sterben. Wir können uns nämlich gerade auch so eine richtige Wüstentour eigentlich gar nicht leisten. Wir haben nämlich gar nicht so viel Wasser eigentlich gerade. Ich habe jetzt hier noch mal einen Auftrag gegeben, einen weiteren Wassersammler, weil irgendwie Wasser kommt momentan gar nicht so viel rein. Oder es wird nicht abtransportiert. Das kann natürlich auch sein. Aber nee, das ist nicht das Problem. Die Wassersammler sind nur zur Hälfte gefüllt, die Lager. Also wir müssen das auf jeden Fall im Zettel behalten. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns dieses Spiel Wandering Village in der Early Access reinziehen, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts um meine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben für den Algorithmus, aber auch wenn ihr was Wichtiges mitzuteilen habt, wenn ihr auch was Unwichtiges mitzuteilen habt, zum Beispiel sowas wie Erster oder so, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ihr mir mitteilen wollt. Teilt mir einfach alles Mögliche mit. Ich freue mich über jeden Kommentar, der reinkommt. Genau. So, dann sind wir gleich wieder, können wir gleich wieder Kundschafter losschicken. Das ist auch gut. Mach noch lieber eine Rübenfarm auf Kakteen. Nein, 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 wir machen jetzt erstmal Wassersammler. Und wenn wir dann in der Wüste sind, dann stellen wir eine Rübenfarm auf Kakteen um. Da müssen wir sowieso alles wieder auf Mais umstellen dann und auf Polenta und so. Aber Nahrung haben wir erstmal ganz viel. Gigantischer Baum. Oh, das ist neu. Nachdem die Kundschafter durch den magischen anmutenden Wald gelaufen sind, erreichen sie eine Lichtung. In ihrer Mitte steht ein prächtiger Baum. Wir haben den Dekobaum gefunden. Schnappen wir uns unsere Äxte. Es wartet jede Menge gutes Salz auf uns. Dies muss ein besonderer Baum sein. Es wäre besser, die Bäume um ihn herum zu fällen. Dieser Baum hat etwas Magisches an sich. Wir sollten lieber gehen. Mich interessiert mal, was da passiert. Auf dem Rückweg spüren deine Kundschafter einen starken Wind, der aus dem Wald weht und ein Geräusch erzeugt, das sie an eine alte Sprache erinnert. Am Eingang wartet ein kleines Geschenk auf sie. Guck mal, siehst du, das war nämlich ein Heiligtum wahrscheinlich. Ist ja geil. Habe ich genau, habe ich irgendwie im Gefühl gehabt, dass das keine gute Idee ist, da rumzuaxten. Oh, Ombu-Verstopfungsmittel haben wir. Und Labor. Das Labor, das Labor. Wir müssen das Labor erforschen. Unbedingt. Wir haben ja null Wissen, okay. Da haben wir jetzt, glaube ich, alle Wissen. Ah, nee, okay. Es ist genau aufgegangen anscheinend. Es fängt an zu forschen. Okay, gut. Warte, 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 warte. Jetzt müssen wir mal hier schnell mal wieder mal ein bisschen Sand besorgen. Oh, da vorne gibt es einen Tornado da hinten. Okay, und da sind Forschungspunkte. Dann lasst uns da gleich mal dann hingehen vielleicht. Oder nochmal schnell das Gebirge hier mal schnell noch machen. Erstmal Gebirge, weil wegen Steine und so, wir brauchen Baumaterial. Und dann zu den Forschungspunkten hin. Müssen wir dran denken, dass wir zu den Forschungspunkten auch hingehen. So, wie sieht es eigentlich mit Platz aus? Ich meine, wir könnten mal wieder Häuser bauen auch, falls wieder neue Leute reinkommen. Häuschen. Mal so wenigstens so zwei, drei hier unten noch hinbauen. Könnte schlau sein. Temporärer Temperatureinbruch. Warte mal, da sagen wir mal Lauf. Der kann ja gleich da hinten wieder schlafen. Dass wir schnell durch den Temperatureinbruch durchkommen. Und vielleicht füttern nochmal. Ah ne, füttern geht ja nicht, wenn er rennt. Alter, das Wasser braucht. Was ist denn hier mit dem Wasser nur los? Ja, uns fehlen halt die Steine. Warte mal, ich muss mal dringend hier mal ein paar Steine farmen lassen. Muss das mal jetzt einen Auftrag geben hier. Vor allem hier unten in der Ecke auch mal. Uns fehlen einfach die Steine. Wir kriegen einfach nicht genug. Alle Steine wegrasieren hier. Ich frage mich zwar, wie die Steine da neu entstehen können auf seinem Rücken, aber hey. Manche Sachen hinterfragen wir nicht, die akzeptieren wir einfach. Sehr gut, so warte. Geh. Und dann füttern wir ihn gleich nochmal, bevor er da schläft. Onbu füttern. Sehr gut, das hat ja richtig schnell geklappt jetzt, nicht schlecht. 20% Hunger hat er nämlich gehabt. Und dann, wenn er jetzt nicht von alleine stehen bleibt, sage ich ihm, er soll schlafen.
Also wenn er jetzt nicht von alleine sich dahin legt. Legst du dich von alleine da jetzt hin? Na? Ja, macht er. Okay, gut. Der Kältebereich ist immer noch aktiv, ne? 2 Tage und 9 Stunden. Das ist dann anscheinend ein dauerhafter Effekt, wie es aussieht. Das ist natürlich ungünstig, aber wir haben ja zum Glück ein bisschen einen Nahrungspuffer am Start. Ich mache mir, wie gesagt, noch mehr Sorgen übers Wasser. Das geht radikal nach unten. Wir sind auch jetzt gerade wieder in der Wüste. Ist gerade auch wieder dürr. Okay, wir müssen jetzt umstellen. Wir müssen umstellen auf Kaktus. Dann stellen wir hier auch um auf Kaktus. So, und der Weizen wächst ja weiter. Da müssen wir jetzt einfach damit erstmal klarkommen. Wir müssen jetzt erstmal Kakteen anpflanzen. Leider haben wir diesmal es nicht geschafft, einen entsprechenden Wasservorrat für die Wüste zu bekommen. Leider, dieser eine Wassersammler ist halt auch nicht fertig geworden. Da haben die Steine gefehlt, leider. Ungünstig. So, gleich mal hier zu den Forschungspunkten Kundschafter schicken. Genau, und dann, wie gesagt, vor allem Oasen. Wir müssen die Oasen ansteuern, definitiv. Sobald eine Oase sichtbar ist, direkt zur Oase. Siedlungsruinen sind natürlich fürs Nahrungsangebot auch nicht schlecht. Wie viel Steinplatten? Ja, das ist irgendwie zusammengekommen alles über die Zeit so. Ich meine, wir könnten natürlich auch eigentlich mal die Produktion von den Steinplatten und den Brettern mal pausieren eigentlich. Weil, ja, wir brauchen es eigentlich gerade nicht unbedingt. Aber naja, egal. Wir brauchen eigentlich mehr die normalen Steine. Oh. Da ist ja auch ein Tornado schon wieder. Und da kriegen wir eine Nachricht. Ah, immer den Spuren folgen. Genau, dann kriegen wir nämlich Dung. Dung ist wichtig, weil da können wir nämlich wieder Brennstoff herstellen. Wir haben schon 100 Brennstoff im Lager plus die 50, die die Dekontaminatoren drin haben. Das heißt, es sind schon 200 Einheiten. Nicht schlecht. Das ist schon mal ein gutes Polster. Jetzt haben wir den grotesken Fall, dass wir kaltes Wetter haben, obwohl wir in der Wüste sind. Aber gut, nachts kann es in der Wüste tatsächlich sehr kalt werden. Also das ist gar nicht so doof eigentlich. Also gar nicht so... Da hinten ist eine Oase. Lieber erstmal zur Oase. Unrealistisch ist das eigentlich gar nicht. Dass Wüsten noch kalt sind. Wir können ja mal wieder die Kompostproduktion jetzt vielleicht hochfahren. Wir haben nämlich Dünger auf Tasche eigentlich. Dass wir den zweiten Kompostierer mal noch anmachen. Weil Brennstoff brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr so viel. Da wird ja eh noch produziert, sowieso. Ich werde den Onbu jetzt auch nochmal füttern. Entgiften müssen wir ihn nicht. Er ist bei 9% Gift. Ja, ach, soweit sieht das eigentlich gut aus. Ich frage mich halt, was wir mit den Nomaden machen, die da gleich kommen. So viel Platz haben wir nämlich gar nicht zusätzlich. Wir müssen auch eigentlich mal hier diese Häuser, die hier noch stehen, die müssen wir eigentlich mal wegmachen, diese Normalo-Häuser. Die müssen wir mal loswerden jetzt. Dann machen wir jetzt erstmal, wir lehnen jetzt die Nomaden, die da kommen, die lehnen wir ab. Bauen hier noch Häuser hin und reißen parallel die Häuser hier noch ab. Oh, 91 Einheiten Wasser nur noch, ey. Die Kakteen müssen natürlich auch erstmal wachsen. Aber wenn es kalt ist, wachsen die natürlich auch nicht. Das ist natürlich jetzt ganz schön blöd, ne? Wir verbrauchen durch die Dürre trotzdem Wasser, aber durch die Kältewelle kriegen wir kein Wasser über die Kakteen rein. Hervorragend. Und von den Wassersammlern kommt auch schon nichts. Das ist jetzt ja ganz fies, ey. Wie lange hält das noch an? 21 Stunden, noch einen ganzen Tag. Oh Gott, ey. Und da ist gleich eine Hitzewelle. Alter. Okay, egal. Wir können ja Kundschafter zu den Oasen schicken, wie gesagt. Müssen wir auch machen, sonst haben wir hier großes Problem. Gibt es ein Ende auf der Map oder ist das endlos? Ich glaube, es geht so lange weiter, bis der Onbu oder die Leute sterben. Oh, warte, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, stehen zu bleiben. Platz. Onbu akzeptiert deinen Befehl, Gott sei Dank. Mal ganz kurz warten. Ist blöd, dass er sich dann da immer hinlegt, ne? So, ich glaube, jetzt können wir ihm schon wieder sagen, geh. Und dann direkt nochmal lauf. Onbu akzeptiert seinen Befehl. Vielleicht nochmal schnell streicheln und dann sagen Lauf, damit er auch safe dann losläuft. Komm schon. Streicheln dauert natürlich immer ein bisschen.
Das ist immer so eine Sache. Ja, ich glaube, jetzt werden wir auf jeden Fall einen Wassermangel bekommen. 28 Einheiten Wasser und die Kakteen wachsen nicht wegen der Kältewelle. Das ist halt natürlich eine ganz fiese Nummer jetzt. Okay, dann... Lauf. Der Tornado ist gerade auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt rennen, müssten wir es eigentlich schaffen. Onbu läuft, sehr gut. Schnell rennen, dass wir nicht in den Tornado reingeraten. Komm schon, das schaffst du. Ich glaube fest an dich. Wenn wir jetzt ganz schnell sind, kommen wir in den glühenden Bereich, bevor der Kälteeinfluss auch abgeklungen ist. Das wäre auch lustig, aber beides gleichzeitig. Kälte und Hitzewelle. Ja, ich glaube, diesmal sind wir gut durchgekommen. Guck mal, das kriegen wir genau hin jetzt. Jetzt können wir ihn, glaube ich, schon wieder gehen lassen auch. Ja, wir sind raus aus dem Bereich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, der Schwanz ist noch so ein bisschen, das sieht manchmal nur so aus auf der Karte. So, gleich beginnt dann der Hitzebereich, der glühende Bereich. Aber da müssen wir ihn dann eigentlich auch wieder rennen lassen. Ich sag's euch, meine lieben Freunde, Kundschafter schicken. Haben wir irgendwo noch eine Oase? Nee, ne? Das ist die letzte hier. Vielleicht noch zum Bergwerk schnell noch ein Kundschafter. Yep. Wir haben einen glühenden Bereich. Er darf jetzt auf gar keinen Fall im glühenden Bereich schlafen. So, wo lassen wir ihn denn lang gehen? Links oder rechts ist jetzt die Frage. Da wir gerade sowieso ein bisschen Wassermangel haben, würde ich sagen, lieber eher nach Norden. Und in der Hoffnung, auch wenn da jetzt hier Sturm ist und Gift, würde ich eher sagen, versuchen wir es da, weil da kriegen wir mehr Wasser wieder. Sonst, wenn, jetzt haben wir wieder 49 Einheiten gekriegt von der Oase, aber irgendwie... Oh, das ist diesmal ausgeglichener, definitiv. Es geht hin und her. 50-50, genau. Oh. Ihr wollt ihn in der Wüste halten diesmal? Ihr wollt ihn in der Wüste halten? Okay. Dann halten wir ihn in der Wüste. Dann müssen wir damit klarkommen jetzt. Bin gespannt. Ich meine, es wäre ja alles kein Problem, wenn wenigstens die Kakteen mal wachsen würden. Wobei, bei glühendem Wetter wachsen die eigentlich gut. Und dadurch, dass wir jetzt nochmal Wasser gekriegt haben, ich stelle mal hier die Farm noch auf Mais um. Denn Mais wächst nämlich auch noch, wenn es glüht. Und hier, die stellen wir mal auch jetzt auf Mais um. Und dann machen wir mal hier nicht Bärenmüsli, sondern Polenta. Und hier machen wir nicht Rübensuppe, sondern Polenta. Und hier machen wir auch Polenta. Wir haben Brot, haben wir ja sehr viel. Guck mal, das ist ja noch eingelagert auch. Das müsste hoffentlich soweit dann ausreichen erstmal. Der Onbu kriegt keinen Schaden, das ist schon mal gut. Kundschafter sind zurückgekehrt. Okay, warte, dann schickt die wieder hier zum Bergwerk. Und dann hier hinten nochmal zur Düne. Und dann... Gucken wir mal, wo ist denn eigentlich der... Ah, der Erforschte. Okay, dann nehmen wir den dann auch hier hin. Leider keine Oasen in Sichtweite. Das ist natürlich ein bisschen doof. Pflanzen ja gerade Tomaten. Tomaten brauchen halt so viel Wasser. Die können wir nicht dauerhaft anpflanzen gerade. 60 Mehl hast du auch noch. Ja, das läuft erstmal aus. Genau, also das wird dann erstmal noch verarbeitet. Und bis dahin sind wir vielleicht schon wieder in einem Bereich, wo wir wieder Weizen anpflanzen können. Ne? Passt schon. Ich glaube, das kriegen wir hin. Müssen wir nur aufpassen. Kundschafter sind zurückgekehrt. So, Moment. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist ein Giftwald. Da können wir auch mal Leute hinschicken eigentlich. Aber vielleicht erstmal lieber hier hin. Steine und so. Ganz wichtig. Ja, genau. Und dann ist ja hier noch die OA, also die Düne, genau. Wird ja auch noch abgefrühstückt. Da vorne kommen nochmal Forschungs... Punkte auch. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich? 3. Okay. Ja, das ist doch ordentlich. Was hatten wir jetzt eigentlich gerade am Forschen? Das Labor, genau. Das Labor wird jetzt nochmal spannend. Wir haben 0 Wasser jetzt. Aber die Kakteen sind jetzt gewachsen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, meine lieben Freunde. Gott sei Dank. Wir haben gerade einen akuten Wassermangel. Wir müssen schauen, dass wir den Wassermangel jetzt in den Griff kriegen. Und das geht jetzt nur über Kakteen oder wenn wir noch ein paar Oasen aufspüren. Da vorne ist nochmal eine Oase. Ich glaube, da schicke ich den Kundschafter gleich hin, den nächsten, der frei wird. Und da ist ein Onbu-Bett da hinten. Sehr gut.
Mal sehen, ob er noch so lange durchhält. Wenn er nämlich auf dem glühenden Sand schläft. Ja, das ist immer ungesund dann, ne? Aber wenigstens kommt hier mal kein Ereignis. Jetzt bräuchte man Aufputschmittel für ihn. Dann könnte man ihn ein bisschen wach halten. Bis zum Bett. Erst die Ruine machen. Ja, da haben wir noch ganz viel Zeit für die Ruine. Ich würde sogar eher das Bergwerk vielleicht noch vorziehen. Aber nee, wir nehmen erstmal jetzt. Wir machen die Oase, wir brauchen das Wasser. Ganz wichtig. Ohne Wasser kein Essen. Und dann gehe ich hier oben noch zum Bergwerk. Die Ruine läuft erstmal nicht weg. Guck mal, der schläft ja dann noch erstmal hier noch. Wir bleiben jetzt hier in dem Umkreis ja erstmal recht lange. Nur das hier könnte vielleicht außer Reichweite kommen dann. Wir müssen erstmal die Sachen machen, die außer Reichweite kommen. Und uns dann nach innen vorarbeiten, so ein bisschen. Ja, 124 Brennstoff. Nice. Also ich denke mal, beim nächsten Sporen-Event haben wir dann erstmal. Zum Kontaminieren erstmal genug Brennstoff. Das ist schon mal gut. So, dann würde ich sagen, füttern wir ihn gleich nochmal. Warte. Onbu füttern. Jetzt kein Abführmittel. Wie viel haben wir da eigentlich? Null. Wir haben gar kein Abführmittel. Stimmt, das produzieren wir gerade gar nicht. Warte mal, ich lasse die mal ein bisschen Abführmittel produzieren. Weil ich glaube, ab und zu mal was zu verschießen ist vielleicht. Also, ja, wenn wir mal eine gute Gelegenheit haben, dass es sich mal lohnt. Oder wenn wir sehen, dass wir dringend Dung für Brennstoff brauchen, dann müssen wir das auch mal machen. So, Wasser fehlt halt jetzt, wie gesagt. Aber ich meine, gut, Kakteen werden angepflanzt. Mehr als zwei Kakteenfelder aufmachen kann ich halt nicht. Das Essen geht auch hoch. Also, es wird, glaube ich, gerade genauso viel verbraucht, wie reinkommt an Wasser. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 31 Sand gebracht. Okay, warte, dann nochmal hier hin. Immer erstmal, wie ihr sagt, an den Rändern und dann nach innen vorarbeiten. Da hinten ist auch nochmal Forschung. Zwei Forschungspunkte. Da ist nochmal Pilze. Ist Onbu der letzte seiner Art oder kann man theoretisch noch auf einen anderen Dino treffen? Also den anderen, den wir getroffen haben, der war tot bisher. Ich weiß nicht, ob es noch einen Onbu gibt. Vielleicht kann das auch irgendwann sein, dass du mal einen über den Weg läufst. Einen anderen Onbu. Ich denke mal, die sind sehr, sehr, sehr selten einfach, ne? Es wäre natürlich lustig, wenn man einem anderen Onbu begegnen würde, der auch eine Stadt auf seinem Rücken hat. Und was noch viel lustiger wäre, wenn das dann tatsächlich eine Art indirekter Multiplayer wäre, dass man von einem anderen Spieler, der auch The Wandering Village spielt, dann quasi den Onbu trifft, der in eine andere Richtung läuft, wo man schon hergekommen ist. Zum Beispiel. Das wäre irgendwie lustig, wenn man anderen Spielern über den Weg laufen kann, quasi. Dann ist nur die Frage, wer hat Vorfahrt, ne? Onbu gähnt. Onbu musste mal. Alles klar. Onbu gähnt, ja. Naja, der will das sich hier hinlegen wahrscheinlich. Na naja, gut, er kann ja ein bisschen schlafen und dann weckt man ihn wieder auf und lassen ihn dann ein bisschen durchlaufen dann. So, es ist der letzte, soweit ich weiß, okay. Und dann mit einem anderen Onbu-Dorf handeln. Also. Der Letzte. Naja gut, ist er wirklich der Letzte? Das ist ja auch oft so, dass in so einem Lore, in so einer Story dann gesagt wird, das ist der Letzte seiner Art und dann trifft er doch irgendeinen anderen. Weil das ist dann die große Überraschung, dass es doch noch einen anderen Onbu gibt. Zum Beispiel, ja. Ich würde da noch nicht so drauf wetten, dass es wirklich der Letzte ist, ehrlich gesagt. Kann durchaus sein, dass es das noch nicht das letzte Wort ist. So, jetzt haben wir natürlich heißes Wetter, weil er jetzt natürlich liegt und auf dem heißen Sand halt auch ist. Aber ich glaube, er kriegt gerade keinen Schaden. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 45 Wasser gemacht. Ist das so direkt wieder weggezuzelt worden, das Wasser gerade? Okay. Eine Oase ist nicht in Sicht. Wir gehen mal hier zu den Ruinen jetzt einfach. Während der Onbu jetzt hier Rast macht. Die sind nämlich gerade noch in Reichweite. Auf jeden Fall gehört er zu den Insekten mit sechs Beinen. Wenn sich zwei Onbus paaren, will ich nicht in der Nähe sein. Da will ich vor allem auch nicht in der Stadt auf seinem Rücken leben, wenn das dann das Weibchen ist. Wobei man ja auch nicht weiß, wie die das eigentlich machen, ne? Ja, genau, da will man nicht Einwohner in der Stadt sein, dann, wenn die sich dann gegenseitig besteigen. Könnte ganz schön, eine ganz schön plättende Erfahrung sein. Da bist du dann erstmal platt danach. Andere wandernde Städte wären cool zum Handeln. Ja, es soll in einem kommenden Update auch fliegende Händler geben. Also, das sind dann aber eher. Fliegende Händler im wahrsten Sinne. Also die landen dann mit irgendwelchen Fluggeräten, sollen die dann bei dir landen auf dem Onbu. Das ist schon bestätigt tatsächlich. Das soll kommen. Aber andere Onbus wurden jetzt noch nicht erwähnt. Man weiß es nicht, vielleicht. Ich meine, die müssen sich ja auch was fürs Late Game dann irgendwann aufheben, ne?
Wie viel Platz haben wir jetzt eigentlich? Gerade mal ganz kurz aufschieben. Mal gucken. Nee, ich lehne die mal nochmal ab jetzt. Die bleiben zurück. Ich lehne die mal ab, weil wir müssen erstmal jetzt mit dem Platz zusehen hier. Hier, eigentlich muss ich das hier mal abreißen noch. Warte mal, wir machen hier unten noch ein Haus. Wir müssen mal hier den Umbau vorantreiben noch ein bisschen. Unten da noch ein Haus und dann reißen wir die zwei hier mal noch ab. Oder die zwei hier, setzen da noch ein Haus und da noch ein Haus. So, Onbu, steh mal auf und geh mal jetzt dahin zu dem Bett. Onbu akzeptiert deinen Befehl. Genau, und dann machen wir mal hier noch eine Kundschaftung. Und am besten hier oben noch eine. Dann haben wir auch wieder eine ordentliche Menge Stein. Head and Holders, was? Head and Holders. Ja, stellt euch mal vor, der Onbu hätte Schuppen. Da müssten wir ständig Staub wischen da oben drauf. Das wäre auch lustig. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wäre es nicht so lustig. Dann würden meine Leute eine Staublunge kriegen die ganze Zeit. So, Nahrung fällt jetzt wieder. Da frage ich mich ehrlich gesagt, warum eigentlich? Weil der Mais irgendwie ein bisschen länger braucht, bis er angepflanzt ist. Vielleicht sollte man ein Kakteenfeld vielleicht auch wieder umstellen. Aber Wasser ist immer noch bei null. Es kommen auch irgendwie keine Oasen mehr. Wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir mal aus der Wüste rauskommen irgendwie. Die Wüste wird so langsam ein bisschen anstrengend für unsere Lebensmittelversorgung. Das Mehl ist jetzt nämlich auch alle. Die Brote sind weggefuttert worden. Das ist natürlich schlecht. Aber ich meine, gut, die Polenta scheint das ganz gut aufzufangen erstmal. So, gleich können wir wieder Expeditionisten losschicken. Mit den Schuppen von der Größe kannst du bestimmt Dächer decken. Ja, stimmt, das sind dann wie Dachziegel. Kann auch sein, durchaus. Guck mal, die haben ja auch keine Ziegeldächer, ne? Die haben ja hier nur so Strohdächer irgendwie und so. Was ist das hier? So Lehm- beziehungsweise Holzdächer irgendwie. Ich weiß nicht genau raus, ob das hier Lehm oder Holz ist. Sieht ein bisschen lehmig aus eigentlich. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben Brot mitgebracht. Sehr gut. Warte mal. Dann gehen wir gleich... Ah, hier sind zwei Oasen. Warte mal. Oase und der nächste geht auch gleich zur Oase. Wir brauchen das Wasser. 140 Nahrung noch auf Lager jetzt. Sieht eigentlich... Ja, das ist halt die Frage. Eigentlich der Verbrauch an Wasser... Scheint sich mit der Produktion an Wasser gerade die Waage zu halten, halbwegs. Das, was reinkommt, ist auch das, was wieder rauskommt. Von daher sieht nur so dramatisch aus, wenn da Null steht oben. Onbu, du schläfst jetzt nochmal, oder? Warte mal, ich sag ihm lieber Bescheid, dass er das machen soll. Schlaf. Onbu akzeptiert seinen Befehl. Besser ist das. Nochmal schnell mal hochschlafen. Und dann gleich noch hier den Kundschafter losschicken zur Oase. Oder vielleicht einen von den Kundschaftern erstmal. Die Oasen laufen jetzt ja erstmal nicht weg an sich. Vielleicht erstmal einen noch zum Forschungspunkt schicken gleich. Gerade sind keine verfügbar. Mal kurz warten. Weil die Forschungspunkte müssen wir auch mal abgreifen jetzt. Oh, wir haben ja gar keine Forschung. Onbu Verstopfungsmittel. Injektor, warte mal, Ressourcen, tiefer Steinbruch. Mach mal den tiefen Steinbruch noch. Auch wenn der 4 Punkte braucht. Wie viel haben wir denn? 3 haben wir, dann wird der ja gleich erforscht. Das beginnt ja gleich. Onbu wedelt mit dem Schwanz, so schicke Kundschafter. Erstmal den hier und dann den hier. Aber vielleicht auch lieber eher nochmal zum Bergwerk. Das ist auch wichtig. Die Düne ist auch wichtig. Sand brauchen wir auch wieder eigentlich. Wie wichtig die Kundschafter jetzt werden, ey. Das ist so heftig. Also gerade in der Wüste braucht man die echt. Allein schon wegen dem Wasser. Aber auch wegen den ganzen Rohstoffen, die es in der Wüste... Die es auch nur in der Wüste gibt. Sand gibt es ja nur da. Das wird echt wichtig jetzt. Vielleicht legt er auch Eier wie Godzilla. Ja, das kann auch sein. Dann macht er sich ein Nest und bleibt dann erstmal da beim Nest die ganze Zeit. Und du musst dann vielleicht dafür sorgen, dass er dann für seine Kinder im Nest, dass er dann Essen bekommt. Das wäre auch lustig.
Oder er hat das Nest auf seinem Rücken. Haha, das wäre für uns wahrscheinlich dann ein bisschen ungünstig. Wenn du dann Platzkonkurrenz kriegst, dann muss man dann gucken. Einen vierten Kundschafter soll man machen. Vier Leute sind ja auch untätig an sich, ne? Könnte man natürlich machen, noch einen vierten Kundschafter. Machen wir da noch einen hin jetzt. Kann man machen. Jetzt steht er wieder auf. Der Ombu. Aber mal gucken. Wasser müsste gleich reinkommen, wenn die Oase durch ist. Ich würde Lager direkt neben die Kundschaftergebäude bauen. Die Sachen, die man findet, sind erst dort im Gebäude. Ja, ich weiß, die bleiben da erstmal liegen. Aber es ist ja auch, ist ja okay, wenn sie da erstmal abgelegt werden. Ist halt dann da vor Ort. Wir haben ja auch eigentlich, also ja, wir haben ja noch Platz für die meisten Sachen eigentlich. Die wir jetzt gezielt auch suchen. Außer jetzt so sowas wie Steinplatten, da haben wir gerade nicht mehr so viel Platz. Wobei ich den Platz dafür eigentlich auch hier freigeben könnte. Es ist halt immer gefährlich, wenn ich das jetzt mache, wären halt die Rohfelsen. Vielleicht lieber erstmal den Platz für Rohfelsen und so weiter. Weil werden die nämlich wieder weiterverarbeitet, weil dann plötzlich wieder Lagerkapazität vorhanden ist und so. Da müssen wir ein bisschen gucken. Nicht, dass wir dann nur noch Platten haben und nichts anderes. So, warte. Nimm mal hier noch den Forschungspunkt mit, genau. Und dann mal nochmal gucken, dass wir uns nochmal ein paar Dünen krallen vielleicht. Oh! Okay, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, meine lieben Freunde, aber ich glaube, wir gehen lieber nach Norden. In die Tiefe. Nachdem die Gruppe in die Minenschächte hinabgestiegen ist, betritt sie eine riesige Industriehalle. Alte, rostige Teile von Plattenrüstung. Hey, das hatten wir noch nicht. Die einer riesigen Kreatur wie Onbu gepasst haben müssen, liegen herum. Das müssen Überreste aus vergessenen Zeiten sein. Machen wir uns diese rostigen alten Teile zunutze. Eisen, jawohl. Zwei Arbeiter wurden vergiftet. Egal, wir haben genug Entgiftungszeug. Nice, aber krass. Onbu-Rüstungen. Haben die damals die Onbus als Kriegsgeräte benutzt in der Vergangenheit? Liegt ja eigentlich nahe, ne? Wenn die auf Befehle hören, trainierbar sind. Oh, mein Essen geht runter. Und zwar ganz radikal. Was ist denn hier bitte los? Ich weiß aber nicht, was ich da jetzt machen kann. Wir müssen aus dem Gebiet raus eigentlich. Okay, ich sag mal Richtung Norden. Also wenn ihr mich jetzt richtig in die Bredouille reinreiten wollt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, dass wir Richtung Süden gehen. Aber ja, ich glaube, das wäre sehr fatal für einige Entwicklungen hier. Und ich muss unbedingt die zwei Oasen mir gleich noch krallen. Wenn wir mit den Forschungspunkten durch sind. Okay, ihr wollt nicht, dass es hier den Bach runtergeht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Nicht schlecht. Okay, nice. Wunderbar. Norden soll es sein. Da ist auch ein Onbu-Bett. Perfekt. Dann sparen wir uns diesen Wahnsinn hier. Schicke Kundschafter. Ah, der Kundschafter ist schon fertig, der vierte. Nice. Ja, super. Warte mal, dann können wir doch hier gleich die Oasen abgreifen. Und dann hier noch die Dünen noch. Oh Gott, meine lieben Freunde. Das Essen geht radikal nach unten. Ich glaube, wir kriegen gleich eine Hungersnot. Das sieht sehr nach Hungersnot aus, wenn ihr mich fragt. Ich will mal gerade was machen. Ich mache mal hier die Felder weg so ein bisschen. Die werden eh nicht bewirtschaftet. Dann stelle ich dann nochmal einen Wassersammler auf. Dass wir wirklich einen großen Überschuss an Wasser kriegen. Und daneben am besten nochmal ein Silo für Wasser, Wassertank. Wenn wir dann im Wasserbereich sind, dass wir wieder ordentlich Wasser reinkriegen sofort. Jetzt haben wir hier ein Hungerproblem. Jetzt haben wir hier wieder ein Hungerproblem, weißt du? Jetzt wird die Nahrung knapp. Wasser ist schon knapp und jetzt wird die Nahrung knapp. Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit, sage ich euch. Kundschafter sind zurückgekehrt. Ich muss mir jetzt erstmal dran gewöhnen, dass wir ja drei Kundschafter haben. Quatsch. Wir haben so, dass wir so ja vier Kundschafter haben. Vier Kundschafter. So, gleich geht er nach Norden. Da ist aber trotzdem eine Giftwolke. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber davor ist da nochmal ein Bett, Gott sei Dank. Und dann bin ich mal gespannt, was dahinter kommt. Pass auf. Ich sage voraus, dahinter kommt auch wieder so ein riesen Giftwald. Wie hier.
Wenn er jetzt gleich dreht, wird bestimmt da irgendwo da hinten was freigelegt. Irgendwas ganz Gefährliches. Das ist zu easy hier oben. Ich wette, das wird so ähnlich sein wie hier unten. Luftbrunnen wurde errichtet. Sehr gut. Erwartet Entscheidung. Oh, warte. Diese Oase ist nicht mit nichts zu vergleichen, was du hier gesehen hast. Das Wasser ist schwarz und fast undurchsichtig. Trotzdem können es deine Kundschafter vor Durst kaum erwarten, einen Schluck zu nehmen. Schwarzes Wasser? Das sollten wir besser nicht trinken. Nehmen wir lieber etwas mit, um es zu analysieren. Ich wollte gerade sagen. Es ist nämlich Biogas. Yay, Brennstoff. Nice. Ist bestimmt kein Zufall, dass wir das jetzt bekommen. Würde ich mal stark annehmen. Aber da haben wir jetzt kein Wasser gekriegt. Wir brauchen doch Wasser. 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 Warum kriegen wir denn... Jetzt muss ich selber Wasser trinken, ey. Ich werde auch schon durstig hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich muss jetzt wirklich einen Schluck trinken, ey. Wird voll der Mund trocken. Was? Was war das? Ach, der Wassertank. Ich wollte gerade sagen. Was ist das für ein Geräusch? Also das mit heiß und dürr ist definitiv keine Untertreibung. Alter, wie das... Also mit der Nahrung wird es jetzt gerade echt... Das ist, die rennen hier schon... Die rennen schon in die Farm rein und fressen die Farm leer. Die fressen den Farmern direkt so die Maiskolben vom Kopf. So ernst ist es schon. Und dann fressen sie sich gegenseitig wahrscheinlich. Gottes Willen, ey. Ich sag's euch, das geht hier jetzt richtig rund. Eine Oase kriegen wir nochmal. Hoffentlich kriegen wir mal ein bisschen Wasser. Mit, lass den Onbu laufen zum feuchten Gebiet. Rennen lassen? Ja, okay, warte. Lauf. Er kann ja dann da direkt schlafen. Stimmt eigentlich. Können wir mal machen. Lauf, Onbu, lauf. Wir brauchen Wasser. Da warten schon wieder die Wegelagerer. Apropos, wir wollen ja noch Gebäude auch umbauen noch. Müssen wir mal gleich schnell zusehen dann. So, am besten dann schnell noch hier die... Komm schon, Wasser. Jawohl, 47 Wasser, Gott sei Dank. So, warte, warte, warte. Wo können wir noch hin? Gehen wir mal hier hin. Und dann gehen wir mal noch hier unten noch ein bisschen Holz mal wieder sammeln auch. So, warte, warte, warte. Geh. Und dann... Schlaf. Onbu akzeptiert deinen Befehl. Wunderbar, perfekt. Feucht ist es jetzt. Gott sei Dank, jetzt kriegen wir wieder Wasser. So, warte, gleich umstellen hier. Wir müssen gleich umstellen direkt. Am besten auf Tomate. Hier unten auf Rübe. Mais wächst ja hier nicht so gut. Weizen und Weizen nochmal. Zweimal Weizen. Und einmal Tomate und einmal Rübe. Und dann stellen wir das hier entsprechend auch um. Würde ich sagen. Polenta ist ja jetzt eh abgehakt. Rübensuppe. Wo hat jetzt die Rüben? Hier, genau. Rübensuppe. Und dann hier. Hier mach mal. Genau, da läuft noch Polenta durch gerade. Lass mal die noch kurz laufen. Sehr gut. Und dann sagen wir hier nämlich gegrillte Tomate. Ja, und jetzt muss natürlich erstmal die Pflanzen wachsen. Ne? Das ist natürlich jetzt erstmal das Ding. Aber ich habe ja für mehr Wasser jetzt erstmal gesorgt, von daher. Taugt das Game was? Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich meine, es gefällt euch auch vom Zugucken her. Ich sehe gerade, hier sind ja auch 380 Zuschauer im Livestream. Die eine Episode mit dem, wo der Onbu gestorben ist, die hat ja auch über 6000 Aufrufe jetzt mittlerweile schon. Und das nach einem Tag gerade mal. Also insofern, ja, ich würde schon sagen, das Spiel taugt was. Also auf jeden Fall beim Zuschauen taugt es was. Und auch zum Spielen. Also mir macht es auch sehr großen Spaß. Ich finde, es ist eine Mischung aus entspanntem Spiel, aber es kann durchaus auch mal so Passagen geben, wo, wenn man nicht aufpasst, wo man richtig in den Stress reingeraten kann. Es ist ein sehr ausgewogenes Gameplay, sehr angenehm und, oh, unsere Bewohner verhungern. Wir haben ein Hungerproblem. Okay, schlecht. Ganz schlecht.
Einer ist verhungert. Aber gut, dann schrumpfen wir uns jetzt halt mal wieder ein bisschen klein. Da kommen ja wieder Leute rein gleich. Und da sind ja auch Siedlungen. Warte mal, ich wollte doch noch Häuser bauen, Mensch. Ich wollte... Genau, dann können wir das jetzt gleich mal machen. Wenn die Bevölkerung sowieso weniger wird, einfach mal hier ein paar Häuser wegreißen, mal schnell. Und mal durch neue Häuser ersetzen direkt. Können wir gleich mal machen. Ist doch perfekt gerade. Perfektes Timing eigentlich. Jetzt kommen auch wieder ein bisschen Nahrung rein gerade. Onbu wedelt. Oh, Onbu hat was zu fressen gekriegt. Onbu freut sich. Hauptsache Onbu hat was zu fressen. Ah ja, warte mal. Ich wollte ihn nochmal streicheln. Können wir gerade mal einschieben. So, warte, warte, warte. Häuser, 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 Häuser. Häuschen. Hier noch ein Häuschen und da noch ein Häuschen. Ein Häuschen Elend. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, die Giftwolke. Aber die ist eigentlich weit weg. Das schaffen wir vorbei. Das müsste gehen. Die dürfte uns eigentlich nicht ereilen. Ich glaube, ich auch eher auf dem Weg dahin. Gerade, die bewegt sich in die Richtung und nicht zu uns hin. Also. Achso, Kundschafter, ne? Keine Kundschafter verfügbar. Okay. Doch, warte, was haben wir? Eine alte Maschine. Versuchen wir, sie einzuschalten. Arbeiter wurden vergiftet. Okay, das war mal negativ. Nein! Fine ist verhungert. Oh nein, oh nein. Oh Gott, ey. Hoffentlich kriegen wir... Alter, so viele Hungernde. Wir haben so viele Hungernde. Guckt euch das an. Aber es ist auch immer spannend. Das muss man sagen, oder? Es ist immer irgendwas in irgendeiner Episode, wo man wieder dann gegensteuern muss irgendwie. Es wird nicht langweilig. Luna Mayo ist verhungert, Annalise ist verhungert, Wexen ist verhungert. Oh Gott, jetzt geht's aber richtig rund hier mit Hungern. Kundschafter sind zurückgekehrt, sie haben Pilze mitgebracht. Viele deiner Dorfbewohner sind am Verhungern. Oh Gott, jetzt haben wir hier so eine richtige Death Spiral gerade. Egal, da kommen zum Glück ganz viele. Da kommen zum Glück neue. Alles gut, die werden einfach ersetzt, die jetzt verhungern. Die werden einfach komplett nochmal ersetzt dann durch neue Leute. Die Frage ist, wo fallen dann die Arbeitskräfte weg? Shadowfire ist verhungert. Totes Meersalz ist verhungert. Jetzt sehen wir endlich mal die ganzen Zuschauernamen. Jeppy ist verhungert. Shrimp ist verhungert. Jetzt sehen wir endlich mal, wer da alles dabei war. Jetzt werden sie mal alle angezeigt. Aber blöderweise sind sie dann direkt tot halt. Ne? Master of Vampire ist verhungert. Wie viele sind noch übrig? Oh mein Gott. Das hat leider eine Idee zu lange gedauert mit dem Wassermangel. Tja, hier sehen wir, was gesund schrumpfen bedeutet. Würde ich mal sagen. Die Dekontaminierer haben nicht mehr genug Arbeiter. Oh Gott. Okay, aber egal. Gleich kommen ja wieder Nomaden. Du bist auf eine Gruppe Nomaden gestoßen. Nimm sie auf. Zwei Leute, na toll. Wir brauchen viel mehr Leute jetzt. Kann alles nicht wahr sein hier. Da hinten mal noch schnell Kundschafter hinschicken. Wir brauchen große Mengen Leute. Mr. White ist verhungert. Dragon Lord Nox ist verhungert. Mann, wann kommt da mal Essen rein hier? Was ist denn da los, Mann? Na toll, jetzt verlieren die Bauernhöfe verlieren jetzt hier die Arbeitskräfte. Wann kommt denn hier mal Mehl? Da muss doch mal hier Korn muss doch da mal reinkommen jetzt hier. Weizen und so. Warum machen die Mühlen denn nichts? Schnell. Nimm sie auf. Nimm die Leute auf. Schnell. Vier Leute. Jawohl. Gesunde und hungrige Menschen können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Wie es einfach wieder direkt spannend wird. Ey, krass. Hier mal nochmal zu dem Pilzwald. Dann kriegen wir nochmal Pilze. So viel zu, das ist ein entspanntes Spiel. Ich sagte ja, es wechselt sich Entspannung ab mit absolutem Chaos. Aber warte mal, wir haben zu viele, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir haben eh zu viele Kräuter gerade. Wir machen jetzt mal die Kräuterdinger hier, die machen wir jetzt mal alle aus. Damit die Arbeitskräfte, die da drin sind, jetzt woanders arbeiten gehen. Dass die erstmal bei den Nahrungsproduzenten erstmal arbeiten. Das ist ganz wichtig. Wiesel ist verhungert. Elmo hat Hunger. Elmo hat Hunger, ist verhungert. Da hat er wohl ein bisschen zu viel Hunger gehabt, der Elmo. Dragon Lord Nox ist auch verhungert. Jetzt geht hier einfach. Jetzt fallen sie alle um. Alle fallen um jetzt. Um Gottes Willen. Es ist unglaublich. Ein einziges Drama. Und Ombu-Futter haben wir eigentlich auch gerade. Das pausiere ich jetzt auch mal.
Solange bis die Bevölkerung wieder ein bisschen größer geworden ist. Entgifter und sowas sollten wir erstmal noch anlassen. Oh, meine lieben Freunde, ich sag's euch. Okay, jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, wo wir lang gehen. Links oder rechts? Ich wäre ja für Süden mal ausnahmsweise. Dass wir nochmal ein bisschen hier die Leute noch abgreifen, die da sind. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Kann man nicht notfalls Stückchen vom Onbu essen? Warum essen sie nicht Onbu? Weil sie keine Onbu-Wahlen sind. Sie sind nicht Onbu-Vor. Der besteht doch eh noch aus Felsen. Was willst du denn da essen? So. Nice, okay. Richtung Süden soll es sein. Das sieht auch recht frei aus da. Also nicht viel Stress. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt geht's Essen wieder nach oben, langsam aber sicher. Mann, und dabei habe ich schon eine neue Farm gebaut. Ja, die Menschen fehlen jetzt halt. Wir müssen halt dann schauen, dass wir rechtzeitig das Personal dann umschiften. Warte mal, da ist noch ein Dings frei jetzt. Hier können wir auch mal einen Kundschafter schicken. Da auch. Kundschaften. Voodoo MP hat mit Prime abonniert. Dankeschön. 17 Monate schon. Vielen lieben Dank. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt aus dieser Hungerspirale wieder rauskommen, ey. Die Pflanzen haben halt auch eine gewisse Wachstumszeit noch gebraucht. Die Wachstumszeit der Pflanzen hat uns halt so ein bisschen das Genick gebrochen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es wieder halbwegs hingekriegt. Es sind auch 4 Leute untätig. Ich glaube, da kann ich sogar wieder eins von den Dingern hier wieder anmachen. Ich meine, wenn sie untätig sind. Obwohl, anscheinend nicht. Machen wir mal den Kompost aus. Bei den Farmen für die Kräuter. Damit wir den Kompost benutzen können für die Nahrungsmittel auf jeden Fall. Ganz wichtig. Jetzt muss auch wieder stärker entgiftet werden, wenn ich das richtig sehe. Kundschafter haben Stein mitgebracht. Sehr gut. Hier hinten ist nochmal ein Forschungsdingens. Gleich mal dahin. In solchen Zeiten ist es vielleicht doch mal ganz gut, parasitär von Onbu Blut zu nehmen, um Nahrung herstellen zu können ohne Wasser. Ja, da brauchen wir aber 2 Komponenten, oder? Da brauchen wir doch das Blut und dann brauchen wir noch was anderes. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Wandering Village. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Wandering Village, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.